Wolfsburg, schön, dass ihr alle da seid. Keine Bestimmung, noch keine Bestimmungen, keine Maßnahmen, noch sind wir alle maskenfrei, auch die Polizei. Darüber freue ich mich sehr. Und es gibt natürlich eine tolle Ankündigung am 8.10. Ich denke mal, dass die ganze niedersächsische Polizei wahrscheinlich dort auch anwesend sein wird. Und zwar am 8.10. um 13 Uhr auf dem Opernplatz findet eine Großkundgebung in Hannover statt. Und ich glaube, die ganze niedersächsische Polizei, vielleicht sogar die ganze Polizei aus ganz Deutschland, wird dann an diesem Tag sowohl in Berlin als auch in Niedersachsen sein. Ja, vielleicht ein paar Sachen, die hier am Wochenende passiert sind. Es gibt eine historische Situation für alle. Am Samstag, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, du mit der Trommel, weiß ich nicht. Am Samstag gab es in Melle ein Treffen. Bei diesem Treffen haben sich 160 verschiedene Menschen aus allen möglichen Initiativen, von der AfD, komplett der Bundesvorstand von den Freien Linken, also von ganz links, Bundesvorstand von der Basis, Bundesvorstand von der Mitte, alle möglichen Unternehmer, Ärzte für Aufklärung der Vorstand, Anwälte für Aufklärung, Eltern stehen auf. Insgesamt 160 Initiativen haben sich zusammengetrommelt und sind zusammengekommen und wir haben ein Manifest verabschiedet. Und dieses Manifest wird am Samstag in Hannover richtig breit gemacht, dass es eben mal vollkommen egal ist, ob jetzt bei uns die AfD mitläuft, ob jetzt Schwarz-Weiß-Rot mitläuft, Linke, Grüne, Punker, was auch immer. Wir werden alle unter diesen drei Forderungen komplett auf die Straße gehen. Und das ist einfach ein unglaublich historisches Zeichen für uns alle. Wir werden uns nicht mehr spalten lassen. Es gab übrigens auch Polizisten für Aufklärung, waren ebenfalls mit dabei. Auch der Vorstand, auch von Polizisten für Aufklärung, die waren ebenfalls mit dabei. Und alle werden mitmachen. Ja, die drei Forderungen, die wir gestellt haben, ist die erste Forderung, die auf dem Manifest steht, ist: Politiker müssen haften. Die zweite Forderung, die definitiv von allen bald in ganz Deutschland angegeben wird, ist, dass das Bargeld nicht abgeschafft wird. Und die dritte Forderung, vielleicht mit einer der wichtigsten, dass wir überall ein Vetorecht haben. Und mit diesen drei Forderungen werden wir in den Herbst und in den Winter reingehen und definitiv alle Möglichkeiten mobilisieren. Unglaublich viele Unternehmer, insgesamt haben sich über 160 Unternehmer mittlerweile mit eingefunden oder über 200 Unternehmer, von mittelständischen über Großunternehmer mit 10.000 Mitarbeitern etc. Wir haben noch ein paar Informationen bekommen für die VW-Mitarbeiter, gerade hier in Wolfsburg. Liebe Freunde, VW wird komplett ihre ganze Produktionsstelle nach Südamerika verlegen. Ja? Das heißt, also, und zwar am Ende des Jahres. Viele wissen es noch nicht, wir wissen es aus internen Kreisen, dass VW bis auf die Elektromobilitätswagen ihre ganze Produktionsstätte hier einstellen wird. Das heißt, der größte Staatskonzern macht hier Pleite. Darfst du gerne. Wir haben wie immer das offene Mikrofon. Wer möchte, kann gerne jetzt hier nach vorne kommen. Erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Ja, hallo, guten Abend, liebe Freunde, liebe Spaziergängerinnen, Spaziergänger. Ja, es sind ja schon sehr viele hier, wir haben ja gerade gehört, über 50 sind wir schon. Es können natürlich von Mittwoch zu Mittwoch deutlich mehr werden. Und ich glaube, das Erwachen wird auch kommen. Denn wenn die Gasrechnungen sich erstmal überall breit gemacht haben und die Menschen erstmal verstanden haben, worum es hier wirklich geht, nämlich um eine gezielte Verarmung der gesamten Gesellschaft, um uns in die totale Abhängigkeit zu treiben. Ich denke, dafür lohnt es sich doch, alle mal auf die Straße zu gehen, oder? Ja, ich gehe am Montag immer in Braunschweig mit spazieren und habe für Wolfsburg heute diese ganzen Schilder mitgebracht. Da möchte ich mich bedanken bei den Braunschweigern, ganz besonders bei einem Mann, der mit Namen Falk. Das ist nämlich der diese Schilder hier druckt und sie uns für den heutigen Tag bereitgestellt hat.
Wenn ihr selber Ideen habt, was auf solche Schilder drauf soll, dann könnt ihr mir die gerne zuschicken. Ich werde das weiterleiten und er wird diese Schilder drucken zu einem Selbstkostenpreis, sage ich mal. Also es wird niemandem der Kopf abgerissen. Also macht euch bitte Gedanken, sodass wir vielleicht für Wolfsburg eine eigene Kreation dann hiermit durch die Straßen tragen können. Ja, damit herzlichen Dank fürs Zuhören kurz und ich freue mich auf den Spaziergang. Achso, was noch gleich wichtig wäre, wenn wir gleich beim Spaziergang losgehen, dass sich jeder bitte auch ein Schild mitnimmt und also dass wir mit den Schildern auch zusammenlaufen, ja? Und dass wir auch ruhig richtig laut sind. Seid ihr noch alle da? So, Wortmeldung, wolltest du gerade noch was sagen? Bitte gerne. Ja, hallo. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein, in Wolfsburg, einem der wichtigsten Standorte Deutschlands im Automobilbau. Und begrüße euch alle. Wie ihr schon gehört habt, wird dieser Standort mit allergrößter Wahrscheinlichkeit aufgelöst. Ein Standort mit ganz langer Tradition. Allerdings auch mit einem traurigen Hintergrund. Den dürfen wir nicht vergessen. Ich stehe hier für Frieden, Freiheit, Demokratie. Ich stehe für Selbstbestimmung. Ich stehe für meine Familie und für meine Kinder. Das sind auch Kinder. Dankeschön. Ich war 1989 in der ehemaligen DDR auf der Straße. 1990 wurde im Rahmen der Wiedervereinigung gesagt, darüber gibt es Protokolle, es wurde gesagt, dass die Renten, dass die Löhne in ganz Deutschland komplett angeglichen werden. Dies ist bis heute nach 33 Jahren nicht der Fall. Ich fordere unsere Bundesregierung dringlichst auf, hier nachzubessern. Es kann nicht sein, dass alleine durch Spannung im Lohnverhältnis und Rentenverhältnis das Volk gespalten wird. Wir sind ein komplettes, ganzes Volk. Und das darf nicht gespalten werden. Wir sind nicht nur Deutsche, wir sind Europäer, wenn ich hier so viele Menschen sehe. Die kommen aus anderen Ländern und die sind uns auch willkommen. Willkommen deswegen, weil wir Fachkräfte brauchen. Ja. Dankeschön. Wenn wir dann alle bereit sind, würde ich sagen, dass jetzt jeder jetzt hier noch ein Schild mitnehmen kann und dann gehen wir los. Sind alle mit einverstanden? Ja. Super. Nicht besser zu leben, anstatt planlos zuzusehen, wie man uns unsere Zukunft raubt. Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Schließt euch an! 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 Schließt euch an!
für eure Familien und eure Kinder. Und für unser Rathaus, um für eure Grundrechte und für unsere Grundrechte auf die Straße zu gehen. Weil dieser Wahnsinn muss beendet werden. Liebe Freunde, liebe Menschen, hier in Wolfsburg, denkt man, der VW-Konzern wird Ende des Jahres weitermachen. Die werden komplett ihre Produkte nach Südamerika und China verlegen. Das heißt, jeder von euch wird mehr oder weniger arbeitslos werden. Und dementsprechend müsst ihr alle mit auf die Straße, um diesen Wahnsinn hier zu verhindern. Und dementsprechend rufen wir allen auf. Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an, Familien! Die fragenden Menschen hier, die komplett im Restaurant sitzen. Jeden Mittwoch um 18.30 Uhr treffen wir uns am Rathaus und werden den Aufzug machen. Noch könnt ihr essen, noch könnt ihr trinken, dann werdet ihr euch jetzt alle nicht mehr leisten können. Weil komplett, mittlerweile müsst ihr das jeder gemerkt haben, dass die Preise explodiert sind. Und glaubt nicht, dass es schon das Ende ist. Die Gaspreise sind noch nicht zu Ende, die Lebensmittel nicht zu Ende und so weiter. Es wird noch alles weiter steigen, die Inflation ist bei über 10%. Dementsprechend, Leute, kommt jeden Mittwoch und schließt euch bei uns an für Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! 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 Liebe Freunde, jeden Mittwoch, wie gesagt, der Samstag ist klar. Samstag, alle Mann nach Hannover. Und bringt alle möglichen Freunde mit. Wir werden in Hannover definitiv ein Zeichen setzen. Und nicht nur in Berlin, nicht nur in Hannover, sondern auch in Berlin. Und in Berlin zusammen, das ist auch abgesprochen, dass sowohl Berlin als auch Hannover an diesem Wochenende ein deutliches Zeichen setzen wird. Durch die City wird ab nächster Woche werden wir auch wieder durch die City gehen. Der Punkt war eben halt, dass heute das Oktoberfest ist und was auch hier großartig in Wolfsburg ist, was nicht selbstverständlich ist, ist, dass das Ordnungsamt, die Versammlungsbehörde hier wirklich wunderbar kooperiert, ganz im Gegensatz zu Gifhorn oder vielen anderen Städten. Dafür nochmal einen riesen Applaus, das ist nicht selbstverständlich. Wow, liebe Freunde, ich hoffe, dass ihr das mitkriegt. Auch die Polizei hier ist auch nicht selbstverständlich, dass sie so kulant sind. Auch das ist, auch heute nochmal danke an die Polizei. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit heute. Ist auch nicht selbstverständlich. Und wir hoffen, dass ihr im Winter dann endlich soweit seid und wisst, auf welche Seite ihr gehört. Ja, wir haben jetzt hier noch eine Viertelstunde. Oder eine halbe Stunde. Wir haben das offene Mikrofon. Wer möchte gerne mit uns das Wort teilen? Nochmal ein Wort an die Polizei. Ich hoffe, dass die Polizei hier jetzt auch mal selber mitbekommt, dass hier weder rechts noch links oder sonst was, sondern ganz stinknormale Leute sind, dass das auch mal weiter kommuniziert wird. Denn das ist ja das, was im Fernsehen kommt. Es sind alles Nazis, alles Rechte und was weiß ich und ganz schlimme Leute. Dass es eben nicht so ist, wie das im Fernsehen gesagt wird. Und ich bedanke mich auch bei der Polizei, dass sie mit uns mitmarschiert sind. Es hat sich jetzt mittlerweile, allein das ist einfach die Tatsache, dass in Österreich, zumindest wenigstens in Österreich, in der Regierung, immer darüber gesprochen wurde, was in diesen Teststoffen, in diesen Teststreifen, jeder von uns hat die genommen, ich glaube von uns weiß es fast jeder, dass überall in jedem Teststreifen absolute Giftstoffe, tödliche Giftstoffe mit drin enthalten gewesen sind, wie die Kinder etc. Ich hoffe, dass die Lehrer irgendwann alle komplett letztendlich zur Raison kommen, dass unsere ganzen Kinder komplett alle vergiftet worden sind. Das ist einfach ein Skandal. Es ist nicht mal hier in den Nachrichten bekannt geworden. Das ist einfach ein Wahnsinn. Das ist ein Skandal. Ich möchte auch an die Wolfsburger Allgemeine Zeitung, ich möchte euch bitten, weil wir sind nicht gegen euch, aber wir sehen natürlich, dass ihr euch bemüht, mittlerweile nach und nach die tatsächlichen Tatsachen irgendwie komplett an die Menschen zu bringen, dass eben halt die Impfstoffe nicht so, wie sie eben halt vorher proklamiert worden sind, dass sie eben halt dass sie funktionieren, sondern dass sie eben halt nicht funktionieren. Dass sie wirklich tödlich sind, dass sie eben halt starke Nebenwirkungen haben, starke Schäden mit sich bringen und dass sie langsam, aber sicher fangen sie an, darüber zu berichten. So, wie gesagt, hier, Wortmeldung, was soll ich sagen? EMA-Datenbank, ne? 24.000, wenn ich mich so recht entsinne, tote Kinder nach der Impfung. Und das steht in der EMA. Und das wird nicht von der Presse einfach nicht veröffentlicht. Ich kann man doch nicht weglügen. Tut mir leid. Nein, kann man nicht.
Kurz dazu, ich habe heute gelesen, die Übersterblichkeit bei Kindern liegt bei 600, ja, bei über 600%. Genau. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ich möchte mich erstmal nochmal ganz, ganz stark bei euch Wolfsburgern hier bedanken, die alle, die hier sind. Erstmal einen Riesenapplaus für euch alle hier. Für uns selber. Hallo Wolfsburg, seid ihr noch da? Freunde! Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man immer noch nach zweieinhalb Jahren auf die Straße geht. Weil wir sind alle komplett müde und durch. Und dass wir trotzdem noch durchhalten, auch das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es unglaublich. Und ich bin dankbar, dass wir immer noch so viele hier haben, die durchhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr seid die echten Demokraten und ihr seid die echten Kämpfer für die Menschheit. Danke euch. Ja, hallo. Ja, das Corona ist natürlich ein Thema. Es ist immer noch das gleiche Thema wie vor zwei Jahren. Es gibt immer noch die alten Sachen, die man rausgefunden hat. Also im Juni 2020 gab es schon eine Studie von der Universität Stockholm über die Sterblichkeit von Corona. Wer also keine Vorerkrankung hat und unter 80 Jahre alt ist, der darf sich über eine Wahrscheinlichkeit, das Ding zu überleben, von 99,5% freuen. Das hat Carina Reis rausgefunden, die Frau von Suharit Bhakti, die auch zwei Bücher mit ihm geschrieben hat. Und das hat sie halt nicht nur erkannt, sondern sie hat es veröffentlicht. Auf dem Sommer-WEF in Davos, nicht das WEF vom Herrn Schwab, sondern die haben halt eine Parallelveranstaltung gemacht. Da hat sie das verkündet. Und sie hat auch verkündet, dass das Durchschnittsalter der Corona-Toten höher liegt als die durchschnittliche Lebenserwartung. Und das ist seit zwei Jahren so. Und das ist, das sollten alle wissen und vor allen Dingen sollten es die Leute auch in Baden-Württemberg wissen, wo man diese Scheiße mit denen macht. Wo man die Leute, die man in Quarantäne schickt, wo die kein Geld mehr kriegen. Das ist ein Skandal. Das muss aufhören. So, da gibt noch unglaublich viel zu Corona zu sagen, aber ich glaube, da am meisten drückt der Schuh uns allen aufgrund dieser komischen Maßnahmen. Die sind ja nicht nur komisch, die sind ja unglaublich schlimm. Die verarmen uns alle und es wäre ja okay, wenn die Ölmultis Probleme hätten, das Zeug aus der Erde zu holen. Aber die, auch die westlichen Ölmultis, die machen sich alle satt. Die machen fette Gewinne und wir sollen die Scheiße bezahlen. Was soll das? Wir haben jetzt genau noch, also wie gesagt, vielleicht nochmal ganz kurz für alle, damit es für alle wirklich bewusst wird. Wir haben jetzt am 8.10. die Großdemo. In Berlin, die haben wir natürlich bewusst gewählt. Genauso in Berlin und in Hannover. Weil am 9.10. die Landtagswahlen stattfinden. Diese Landtagswahlen sind die letzte Landtagswahlen für Deutschland. Und danach haben wir genau noch circa zwei Wochen Zeit, bis die Bundesregierung komplett alle Maßnahmen hochfahren wird. Das heißt, dass ihr bis dahin hier in Wolfsburg, und ich hoffe, dass das alle mitkriegen, dass hier in Wolfsburg, dass wir die Straßen komplett voll haben. Mit dem Manifest, mit den politischen Forderungen und dass wir dann wirklich Massen sind. Dementsprechend bitte ich euch wirklich nochmal ganz, ganz eindringlich, bitte bringt nächste Woche Mittwoch jeder einen oder zwei oder drei Leute mit. Gebt es in alle Kanäle weiter. Hier in Wolfsburg. Geht bitte zu jedem Briefkasten, geht bitte zu eurem Nachbarn, geht bitte in die Geschäfte, geht bitte überall hin und nehmt diese eine Woche euch Zeit und macht es bekannt, dass wir hier mittwochs auf der Straße stehen für unsere Grundrechte, weil, wie gesagt, 9.10. zwei Wochen Zeit, dann werden sie die Maßnahmen hochfahren. Und das wollen wir verhindern und werden wir verhindern. So, gibt's noch eine Wortmeldung, Freunde? Ja, ich möchte noch etwas sagen. Das NHS, das ist das Gegenstück zum RKI, die haben ein Monitoring gemacht und bei diesem Monitoring haben sie festgestellt, bei den 115.000, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, 5.000 ursächlich ohne Nebenerkrankungen damit verstorben sind. Ja, und das heißt, dass 110.000, die hatten schwerste Vorerkrankungen, der Leber, der Nieren, Krebs und so weiter. Und dieses gleiche System, das wurde auch bei uns angewendet und die Zahl 145.000 steht im Raum. Und wenn man das spiegelt mit dem englischen System, dann würde dabei herauskommen, dass wir wahrscheinlich nur ca. 7.000 Tote haben, die ohne eine Vorerkrankung verstorben sind. Und das Durchschnittsalter ist auch mittlerweile bekannt, dass viele Menschen
später versterben, als die durchschnittliche Lebenserwartung überhaupt ist. Und wie gesagt, seit März 2020 ist die R-Zahl unter 1. Und es war nie eine Pandemiesituation in dem Sinne, dass die Krankenhäuser überlastet waren, weil auch geschlossen und so weiter. Meine Meinung ist, ich habe das lange beobachtet, ich bin 61 geboren und ich war in Afrika, da war die Ebola-Epidemie. Ich bin hierher wieder hergekommen, ich wurde nicht überprüft, ich musste nicht in Quarantäne, obwohl das viel schlimmer beschrieben war als das, was jetzt hier passiert ist. Ja, und ich habe eben gesehen, dass die Pharmaindustrie, der Spiegel hat schon 85 geschrieben, wie die Pharmaindustrie die Bundesregierung gekapert hat. Und da ist ein Lobbyismus im Gange, der unglaublich ist. Und das muss alles aufgeklärt werden. Ja, die bereichern sich alle an uns und wir müssen mit den Nebenwirkungen leben. Oder viele versterben sogar an diesen experimentellen Gentherapien mit einer bedingten Zulassung, die nur Impfung genannt werden dürfen, weil sie die Vorschriften dafür extra geändert haben. Weil es ist nun mal eine Gentherapie. Ja, und das müsst ihr alle weitertragen, auch mit dem Wirtschaftsstandort. Habe ich noch eine Sache zum Abschluss. Wir bekommen ja Fracking-Gas in Amerika, schmutziges, ja, wo das Grundwasser versaut wird und so weiter. Wir haben eigenes Fracking-Gas für 30 Jahre. Wir bräuchten kein Gas von Putin, ja, aber es wird nicht gefördert. Ja, und warum nicht? Ja? Das wäre viel billiger. Kein Ölschiff müsste über den Pazifik fahren und alles verseuchen mit dem Öl und so weiter. Und ich bin aber dafür, dass wir die Sanktionen aufheben, weil wir leben alle in Frieden durch Handel mit allen Bevölkerungen. Und wenn es mal Probleme gibt, die kriegerisch sind, dann müssen die diplomatisch gelöst werden. Am Tisch! So, liebe Freunde, dann würde ich so lange, aber ganz sicher die Versammlung beenden. Ich habe jetzt gerade noch eine Nachricht bekommen, dass die Alice Weidel in Wesendorf ist. Am Samstag, wann? Am Freitag, 18 Uhr in Hammersteinpark. Hammersteinpark am Samstag. Freitag. Ja, also Alice Weidel kommt am Freitag um 18 Uhr in Hammersteinpark. Die Plätze sind begrenzt, das bedeutet, ein frühzeitiges Kommen muss dort geschehen, sonst gibt es da keinen Anlass mehr. Dankeschön. Also mir ist wichtiger, dass ihr alle am Samstag da seid, definitiv. Alles Weile ist zwar auch schon gut, aber ich glaube, dass wir hier tatsächlich die Bewegung sind, die komplett die Veränderung zusammenbringt. Und wir wollen die Politik reformieren. Darum geht es hier, hier dem ein Ende zu schaffen. Liebe Freunde, ich bedanke mich und wünsche euch allen noch einen schönen Abend bis nächste Woche, beziehungsweise bis Samstag. Hiermit ist die Versammlung offiziell beendet. Ich danke euch. Wollen immer andere Schritte wagen, haben so manchen Kampf doch niemals unsere Würde verloren.